hochgelobt und angebetet sei das allerheiligste Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Und so beginnt jetzt heute an Mariennamen, beginnt wieder das neue Schuljahr. Wir haben die Woche der Begegnung jetzt hinter uns gebracht. Das ist jetzt vielleicht etwas falsch ausgedrückt, aber hat auch vielleicht etwas Wahres dran. Wir haben sie hinter uns gebracht, aber eben das Wichtige ist dann jetzt, dass man wie noch weiter betet. Dass die Gnaden, die geflossen sind, dass sie wirklich auch so in den Herzen der Menschen ankommen. Oft ist es dann leider so, dass man in jede Beziehung und in jede Richtung wieder in den Alltag zurückkehrt. Und das ist genau das. Ja, wir sind wie in einem Getriebe drin. Aber das allererste Getriebe, wo wir drin sind, das ist dieses Getriebe der Welt, das uns gefangen hält und das uns wie festgenagelt hat, festhält, in seinen Klauen hält sozusagen. Das Allerwichtigste ist jetzt, dass wir so weiterbeten, dass diese Gnaden, die Gott geschenkt hat, dass sie wirklich auch Frucht bringen. Und das andere ist dann das, das ist auch so diese ganz große Versuchung, prinzipiell im Leben, dass man eigentlich dann wieder etwas wie für sich haben möchte. Man hat genug gegessen und genug getrunken, jetzt muss ich wieder abnehmen und so, und dann fährt man auf allen Ebenen eigentlich zurück. Und das ist genau das, was die Welt ja eigentlich nicht macht. Heute geht die Schule dann gleich wieder weiter, dieses Spiel des Lebens geht weiter. Eigentlich im Prinzip wie gnadenlos oder erbarmungslos, wie erbarmungslos. Aber wir dürfen heute den Namen der Gottesmutter anrufen und sie bitten, dass sie uns hilft, dass sie uns stärkt, dass sie uns Kraft gibt, dass sie uns verteidigt, dass sie uns rettet, dass sie uns rechtfertigt, dass sie ganz einfach, schlicht und einfach unsere Mutter ist. Und das wollen wir heute feiern und heute leben. Bitten wir, Jesus, dich jetzt um deinen Segen. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, das alle Erquickung in sich birgt. Lasset uns beten, Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares, hast uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.